Eine gewaltige Segnung Gottes, der wir uns häufig gar nicht bewusst sind, ist sein Schutz. Den Schutz, den er uns schenkt. Er beschützt uns. Er gibt uns seinen Schutz. Er hält seine Hand über uns als seine Kinder, als sein Volk. Wir als Volk Gottes, als Christen, wir sind geschützt von ihm. Sein Schutz steht uns zur Verfügung. Und ich bin sicher, dass wir das in der Regel gar nicht realisieren. Hunderte, vielleicht tausende von Male bist du in Situationen gekommen, wo du beschützt worden bist durch den Herrn, ohne dass du es überhaupt realisiert hast. Denn denk mal drüber nach. Der Feind versucht jeden von uns auszuschalten, auszulöschen, umzubringen, zu vernichten, kontinuierlich. Wenn es nach seinen Absichten ging, wärst du schon hunderte von Malen tot. Wenn es nach seinen Absichten ging, würde keiner von uns den Morgen des kommenden Tages erleben. Weil wir sind das Volk Gottes. Er ist aktiv dabei, uns auszuschalten. Aber die gute Nachricht ist, dass der Herr seinen Schutz schenkt. Er beschützt uns. Die Attacken des Feindes können uns nicht willkürlich treffen. Sein Schutz ist da. Und es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind. Manchmal merken wir, dass wir vielleicht im Verkehr oder so in eine gefährliche Situation kommen, dass wir so haarscharf gerade noch bewahrt worden sind. Vielleicht lässt man dann ein Stoßgebet zum Himmel und dankt dem Herrn. Aber eigentlich zeigt es uns nur, hey, wir leben in einem realen Kampf mit einem realen Gegner. Und es ist gut zu wissen, dass der Herr uns schützt. Und es ist gut zu wissen, dass wir diesen Schutz über uns proklamieren dürfen. Du darfst ihn für dich beten, du darfst ihn auf deinen Reisen, deinen Unternehmungen beten, du darfst ihn für deine Familie beten, für die Kinder. Der Schutz Gottes steht uns zur Verfügung. Lass ihn uns proklamieren und uns bewusst sein, dass es eine gewaltige Kraft ist, eine Macht ist, die dir und mir zur Verfügung steht. Die Psalmen sind eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, voll von diesem Bewusstsein, von dem Schutz Gottes, der ganz real zur Verfügung steht. Der in der Hinsicht sicherlich bekannteste Psalm ist Psalm 91. Der Psalm, wo es um den Schutz und die Bewahrung Gottes geht. Wenn du in Bedrängnis bist, nimm diesen Psalm, lese ihn, proklamiere ihn über dir und deiner Situation und du wirst sehen, dass die Dinge sich verändern. Unter anderem heißt es da, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu Jahwe, meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und etwas weiter hinten heißt es dann, du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutz, wer ist seine Treue? Ja, der Herr ist treu. Und seine Treue ist wie ein Schutz um uns, eine Schutzwehr. Du merkst, da geht es um Kampf, da geht es um Attacken. Und da ist sein Schutz zwingend notwendig. Wir haben einen realen Gegner. Im Psalm 119 heißt es, mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich, nämlich das Wort der Verheißung, nämlich das Wort des Schutzes, nämlich das, was der Herr uns zugesagt hat, das, was uns gilt. Darauf hoffe ich, das nehme ich für mich in Anspruch. Psalm 31, ziehe mich aus dem Netz, das sie mir heimlich gelegt haben, denn du bist mein Schutz. Da geht es um diese Situation, dass Mächte oder Menschen, also im Natürlichen oder im Geistlichen, uns etwas heimlich eine Falle gestellt haben. Und der Herr will uns rausholen, rausziehen, weil er ist unser Schutz. Nimm das ganz persönlich für dich in Anspruch, den Schutz unseres Herrn. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Das ist doch stark, oder? Das ist doch stark. Ein Bergungsort für mich. Der Ort meines Schutzes. Und wenn die Gefahr vorbei ist, habe ich Rettungsjubel. Ich kann jubeln über den Schutz, die Rettung, den Segen des Herrn. Ich lade dich ein, dir einfach bewusst zu sein, dass der Herr seine Hand über dir hält, dass du in seinem Schutz bist und dass du nicht willkürlich irgendwelchen Dingen ausgeliefert bist. Proklamiere den Schutz unseres allmächtigen Gottes über dir. Sei dir bewusst, Gott hat mehr für dich.